Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Tutorial und heute werde ich euch zeigen, wie man eine automatische Hühnerfarm bauen kann, wo auch die Hühner direkt mit Feuer getötet werden quasi und das Fleisch gebraten wird. Und die Farm ist super einfach, deswegen würde ich sagen, fangen wir direkt an damit. Das erste, was wir tun, ist, wir platzieren erstmal eine Kiste und da sollen dann die ganzen Items später reinkommen und dann von hinten mit Rechtsklick und Shift einen Trichter hinten dran, sodass der Trichter halt zur Kiste zeigt und da werden jetzt halt Items durch eingesammelt. Sollte so funktionieren. Soweit, so gut. Dahinter platzieren wir dann erstmal einen Block. Und eigentlich können wir schon mal drei Blöcke platzieren. Und dann stellen wir da erstmal zwei Dispenser übereinander. Das bedeutet einen so und dann nach oben einen drauf mit Shift und Rechtsklick wieder. Das sieht dann so aus. Und vor den hier und auf den Trichter machen wir dann wieder mit Shift Rechtsklick nochmal einen Halbstein. So sollte das in etwa aussehen. Dann machen wir hier hinten dran nochmal mit Shift und Rechtsklick einen Trichter, der da rein zeigt. Und hinten an den Trichter ran machen wir dann von hier aus platziert quasi nochmal einen Comparator. Und auf diesen Comparator oben drauf kommt dann nochmal ein Observer-Block, der mit dem roten Punkt quasi nach oben guckt. Sollte dann ungefähr so aussehen. Und hier machen wir jetzt schon mal Glas drumherum, denn hier kommen gleich die Hühner rein und die sollen ja nicht abhauen. So, die hier können wieder weg. Und dann stellen wir erstmal hier oben nochmal Blöcke drauf. Und jetzt können wir da schon mal irgendwie Hühner reinkriegen. Also im Survival würdet ihr jetzt halt Eier nehmen und halt hoffen, dass da Hühner kommen. Aber ich bin jetzt im Creative und kann deswegen halt einfach Hühner hier hin platzieren. Und da platzieren wir jetzt einfach mal ein paar Hühnchen rein. So, zack, 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 zack. Das sollte reichen. Und dann macht ihr hier oben einfach wieder nicht irgendeinen Block hin, sondern wieder einen Observer. Und der muss diesmal mit dem Gesicht quasi hier hin zeigen, also in diese Richtung. Das bedeutet, wir platzieren ihn so. Und dann müsste das rote Loch hier quasi nach hier zeigen. Und das Gesicht müsste dahin gucken. Und dann platzieren wir jetzt nochmal Redstone Dust drauf. Also ganz normal Redstone, einmal hier drauf und einmal hier oben drauf. Sollte dann im Endeffekt so aussehen. Und was wir jetzt noch machen müssen, ist hier drumrum natürlich nochmal irgendwas zu bauen, damit die Hühnchen da gleich nicht rauskommen. Ja, welche Blöcke sind dabei egal. Ich nehme jetzt einfach nur Quarz, weil, keine Ahnung, weil ich Quarz schön finde. Also so sollte das Ganze dann in etwa aussehen. Und dann brauchen wir nochmal einen Lava-Eimer. Da haben wir ihn. Und den Lava-Eimer tun wir dann hier oben in den oberen Dispenser. Das ist wichtig, nicht in den unteren, sondern in den oberen. Und das Ganze wird jetzt so funktionieren, dass halt die Hühner hier irgendwann Eier legen. Und diese Eier werden dann im Trichter aufgesammelt und kommen dann hier in den Dispenser. Und weil dann hier im Item-Hopper sich quasi was verändert, das erkennt dann der Comparator. Und der wird dann gepowert, weil hier dieser Block auch quasi elektrischer geladen wird oder Redstone-mäßig geladen wird. Und weil der hier sich dann anschaltet, dann wird auch der Observer das erkennen. Und er wird dann hier ein Signal rausschicken, was dieser Observer erkennt. Und der schickt dann ein Signal hierhin zu dem Lava-Eimer. Und das bedeutet, jedes Mal, wenn ein Ei gelegt wird und hier reinkommt quasi, dann wird einmal Lava ausgesendet und wieder reingezogen. Und diese Eier werden dann hin und wieder mal kleine Küken spawnen. Und die Küken sind allerdings nur einen halben Block hoch, das bedeutet, die werden noch nicht von der Lava getötet dann später. Aber wenn sie ausgewachsen sind, also wenn es richtige Hühner sind, so wie die hier, die sind halt größer als ein halber Block. Und dementsprechend werden sie dann gegrillt und dann könnt ihr euch hier einfach euer Fleisch rausnehmen. Und das war eigentlich das ganze Tutorial. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt, schreibt mal Hashtag Hühnchen in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, bin ich jetzt nochmal ein bisschen AFK und dann könnt ihr euch mal angucken, wie das Ganze funktioniert. Und dann sehen wir uns bei einem weiteren Video. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.